Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mafia 2. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Da ist Leo anscheinend, okay. Also los geht's. Es ist natürlich relativ leicht, ihn jetzt umzubringen. Oh, oder auch nicht. 1, 2, 3. Nochmal gucken, dass wir... 1, 2... Und jetzt mal zuschlagen, wunderbar. Also er macht das zweimal, oder wie? Anscheinend mal das zweimal. Oben ist ein Flugzeug. Schau mal, da ist ein Flugzeug. Okay, 1, 2. Und dann nochmal so Bams. Na? Ja, wir machen das ganz gut. Wir müssen immer so die Abläufe so ein bisschen gucken. Jetzt machen wir noch zweimal normal. 1, 2, normal, dann können wir das zuschlagen. Also es ist nicht so schwierig. Und jetzt kommen wir wieder zu... Oh, ich dachte. Schlag ihm die Zähne aus! Oh. Oh, nein, aua! Ja, wir haben nicht mehr so viel Leben gerade. Aber... Au. Oh. Achso, das muss so sein, oder wie? Okay. Ich wollte schon gerade sein, die gucken einfach nur zu, die... Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Also eben war da ein Bulle, der hat einfach nur geguckt von hinten. Okay. Zusperren. Ja, jetzt kommen wir in die Ausnüchterungszelle mehr oder weniger. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Hätten wir es auch anders lösen können, vielleicht ein bisschen besser für uns ausgehen. Wie lange wollen Sie ihn noch da drin lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Scaletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja. Einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Okay. Dann lernen wir jetzt neue Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito. Verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay, also wir sollen dann schlagen und dann, oder wie? Gut, Pepe. Ah, okay, guck mal hier. Zieh dein Riesenkind ein, verdammt. Halte, drück und dann, okay, alles klar. Und dann kontern wir. Dann ist gut. Okay. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Ja, natürlich. Das kann dir eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Ja, oh, guck mal, das war aber jetzt knapp hier. Also es macht das schon, sobald er so macht, macht er sofort so. Alles klar. Alles klar. Das klappt echt gut mit den Konterattacken. Okay, Jungs. Für heute rechts. Gute Arbeit. Und so vergehen die Tage halt irgendwie, ne? Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gurino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll.
Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Okay, super. Länder, die anderen kennen oder trainiere. Ja, die anderen kennenlernen. Los, nochmal 20. Ich glaube, das wollen wir nicht zwingend. Ich war ein bisschen eher so ein Einzelgänger-Typ, weil, kennenlernen ist so... Passt auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm eine Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Diese ganzen rassistischen Sprüche. Diese Spitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Alter, dieses Sprüche, ne? So rassistisch, aber das war damals so. Da gab es noch, da war das halt noch so. Also viele Schläge, hat er gesagt, viele kleine Schläge. Machen wir doch mal eben. Ja, Hachi. Oh Gott, eigentlich habe ich geblockt. So, 1, 2, 4, 5 Schläge. Ja, guck mal hier, perfekt, schön. Hallo. Ja, guck mal, super easy eigentlich. Super easy peasy. Gar kein Problem für den Meister Vito. Oder Drache. Stil des Drachens oder Maus. Es gibt einfach nur 4 Sternzeichen. Ganz, ganz viele. Wo müssen wir hin? Abmarsch. Du kommst zu spät zur Arbeit. Okay, Folge der Wache. Müssen wir noch arbeiten. Wir lernen hier viele Sachen kennen. Einmal boxen wir auf jeden Fall jetzt. Das ist eine schöne Nebenbeschäftigung. Aber wirklich 10 Jahre drinbleiben ist auch, glaube ich, finde ich gerade so ein bisschen fraglich. Weil 10 Jahre altern wäre natürlich auch, müsste man dann sehen. Und ich glaube, 10 Jahre, ob wir wirklich 10 Jahre drinbleiben, sei mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir so lange drinbleiben werden hier im Gefängnis. So, Hallöchen, wer bist du denn? Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut, komm mit, Vito. Aber ich will mal, der Leo Galanti, der ist doch eigentlich... So ähnlich. Wart's ab. Der ist doch auch ein Gefangener, oder nicht? Wie sollten der so viele Rechte dann? Also irgendwie, oder ist er kein Gefangener? Eigentlich dann nicht, oder? Also, okay, er ist wahrscheinlich kein, oder? Doch. Morgen, Junge. Ach, keine Ahnung. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Okay. Gehen die Wäscherei und ja. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach mir keine Schande. Gut. Aber. Ja. Das Wuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Alles klar, aber den Kampf machen wir bei der nächsten Aufnahmesession. Ich würde mich immer noch freuen, wenn ihr coole Kommentare schreibt, einen Daumen nach oben da lasst und dann sehen wir uns gleich wahrscheinlich sofort im Anschluss wieder mit einem weiteren Part von, oder mit einer weiteren Szene. Also keine neue Folge, es geht sofort weiter wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß es doch nicht, Leute, ich hab doch keine Ahnung. Bis gleich oder morgen oder irgendwann. Haut rein, tschüssi. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Mafia 2. Wir sind, glaube ich, noch mitten in der Folge, müsste es, glaube ich, sein, waren stehen geblieben hier bei diesem wunderbaren Kampf, den wir jetzt nochmal bestreiten müssen, und zwar war hier irgendwo da, genau. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend, dann vergisst er seine Deckung.
Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Da? Okay, ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt. Okay, ein paar Tage irgendwie. Ich glaube, 4 Tage oder so. Muss mal gucken, ob ich noch alles kann. Aber ich kann noch alles, glaube ich. Und werden wir erstmal ausweichen ein bisschen. Komm her. Und eins. Der ist ganz gut, ne? Oh. Der ist richtig gut. Muss man schon sagen. Aber wir können ja. Wir können ja. Ja, ne? Genau. Kontern heißt es. Legt sich während der Arbeit auf Kontern die faule ist sehr gut. Also nochmal und mach mal. Und dann machen wir so wunderbar. Mann, wer hat dir das schon beigebracht? Der ist schon sehr zäh, der Typ, ne? Der kann schon einiges. Der sieht die Sache anders aus, was? Hallo? Wunderbar. Eins, zwei, drei, tausendmal. Wunderbar. Und wunderbar. Und K.O., K.O., K.O. Boah. Richtig nice. Gewonnen, Leute, gewonnen. Ja, easy. Ease. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Danke. Anteil, Vito. Hast den dir verdient. Aber wir bekommen Kohle hier drin. Achtung, Wärter im Anmarsch. Ja, dann lieber mal wieder auf normal tun. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Also nochmal ganz, ganz kurz, ne, hier. Ganz, ganz kurz. Ich will nur kurz was loswerden, weil als Ehrenmann muss man natürlich sagen, ne, liebe Leute, das Leben ist nicht leicht. Du aber schon. Okay, so. Muss nur eben losgeworden sein. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg, Monsieur Werther. Willst du deinen Besuch oder willst du eine Tracht Prügel? Ich packe dich an den Schwanz und zieh den lang, damit er nicht mehr länger wird. Oh, wer ist denn da? Mama vielleicht oder Schwester? Schwesterchen! Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Oder sie. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Das war's schon? 3 Minuten? Und, pass gut auf Mama auf. Wenn überhaupt. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Ja, wiedersehen. Gut. 3 Minuten lang Besuchszeit ist natürlich sehr, sehr geil. Eine Woche später. Liebe Leute. Los, los, Skeletter! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Ja gut, müssen wir unsere eigenen Klos reinigen, in die wir auch reinkacken? Ich glaube, wir haben doch hier ein Klo, ne? Ich stelle mir das richtig unhygienisch und richtig eklig vor, wenn man hier wirklich ein Klo auf dem Ding hat. Muss doch extrem kacke, also, boah, Gefängnis muss, also je nachdem, in was für ein Gefängnis man ist. Uli Hoeneß Gefängnis oder doch lieber andere Gefängnisse. Ist schon irgendwie, stelle ich mir schon nicht so geil vor. Aber gut, wir sind jetzt nicht hier, um schlechte Laune zu verbreiten, sondern wir haben Montagmorgen für mich persönlich gerade. Die Folge kommt sogar auch heute online, glaube ich. Hallöchen. Ich frage mich, wann wir hier endlich mal rauskommen. Kann ja nicht mehr so lange dauern, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon natürlich viel Zeit hier verbracht, ich glaube 20 Minuten. Und langsam wird es mir auch hier so ein bisschen zu eng. Eng. Hallo. Du bist also die neue Putzfrau, hm? Komm mit. Ah, guck mal, hier duschen sie alle. Kann ich hier kurz durchlaufen? Ich möchte mal kurz hier durchlaufen. Ah, schön. Schön, schön, schön. Die werden aber gar nicht nass, ne? Hey, haltet jetzt die Klappe. Und zwar alle. Leg los, hier will ich's blitzsauber haben. Und zwar blitzschnell. Ah, die Pissoirs müssen wir sauber machen, alles klar. Dann putzen wir die doch mal. Den Dreck beseitigen, richtig schön, richtig ordentlich. Das ist doch, so muss es doch sein, Leute. Boah. Also,
Ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als Pissoirs von Leuten sauber zu machen, die ich nicht kenne und die hier alle richtig eklig hinpinkeln. Also, ich kenne Gerüche auf Autobahnraststätten, das ist schon echt nicht mehr feierlich und ich stelle mir das ähnlich vor. Es ist, oh, nee, danke. Hallo. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt was. Da will ich ja bestimmt nicht anpinkeln oder so, kann das sein? Kann man da was sehen? Nee, anscheinend nicht. Was ist los? Nochmal drüber putzen. Immer noch voller Dreck. Ja, es war so klar. Es war so klar. So Sadisten, diese fucking Kackwärter, ne? Solche Arschlöcher, wenn die zu Hause nichts zu sagen haben bei ihrer Frau, müssen es eben bei ihrem Beruf machen, wo sie mal so ein bisschen ihre Uniform anhaben und mal so ein bisschen was zu sagen haben. Ohne Witz, ne? Also finde ich echt unerhört. Aber gut. Hallo. Okay, na? Das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Ich war gerade okay, schon duschen Skaletta. Eigentlich. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten Hallo. Darf. Achso, er lässt mich nicht durch. Sexy Skaletta. So, wo gehen wir denn hin? Hier vielleicht, da wo schon an ist. Richtig schön. Ja, wir sehen schon relativ sexy aus. Wir haben schon einen schönen Körper. Ein bisschen pixelig und blockig. Noch so, aber es geht so im größten Teil. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Boah, dieses fettes kleines Arschloch, ne? Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart.